Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Smash Bros. U im Classic-Modus, dieses Mal mit Link. Und einige von euch wissen es vielleicht, dass ich mit Link damals auf dem 3DS im First Try meinen 9.0er-Modus geschafft habe. Deswegen hat er hier natürlich auch die Chance verdient, es hier auch einmal versuchen zu dürfen. Und auch das ist der First Try. Und eventuell klappt es genauso gut. Schauen wir mal. Wir starten auf jeden Fall in den ersten Kampf hinein. Und das ist gleich mal ein 8-Player-Smash. Ja, 7 aus. Das geht bei den 7-Player-Smash. Das ist natürlich einfacher. Am besten ist hier eigentlich immer die Taktik, dass man sich irgendwie ein bisschen versucht, abseits zu halten, solange bis sich so die Gegner ein bisschen gegenseitig vernichtet haben. Und ja, man sollte sich ja versuchen, am Anfang zumindest ein bisschen aus den Kämpfen rauszuhalten, weil die Gegner ja doch, sobald du dich in der Nähe befindest, irgendwie sehr stark nur auf dich gehen. Finde ich ein bisschen sehr unfair in manchen Momenten. Teilweise ist es schon so vorgekommen, dass man da mit 4 Leuten in einer Masse stand. Alle haben einfach nur den Angriffskopf gespammt, sage ich mal. Also die, alle Computer haben einfach nur Angriff gespammt. Und im Endeffekt hast du dann 70% und die anderen beiden, die dann damit, die anderen 5, die dann mit im Kampf drin waren, haben dann noch 20% und du bist dann tot. Das endet dann meistens so. Aus irgendeinem Grund spezialisieren die sich meistens auf dich. Naja, Marth hat das absolute Kack-Item, diesen blöden Schutz, den er hinten hat. Damit gehen die meisten Angriffe gegen den starken Computer durch dagegen, weil ausweichen können die auch ein bisschen. Und da das Ding dich nicht nur wegschiebt, sondern halt von hinten auch wirklich Angriffe abwehrt, ist es dann doch echt schwierig, den Gegner dann vernünftig zu treffen. Deswegen halte ich mich immer so ein bisschen im Hintergrund und hoffe, dass das Schild gleich verschwindet. Da ist es auch schon verschwunden und der gute Zubuak von Wario hat sich auch gleich mal den Mars geschnappt. Hätte der sich uns geschnappt, wären wir jetzt schon down gewesen. Also Glück gehabt, Kampf geht an uns. Na dann schauen wir mal. Wie weit das jetzt erfolgreich wird. Oben hätten wir mit Pit einen Einzelkampf, da haben wir mit Pikachu und Dark Pit noch einen Doppelkampf. Ich glaube, ich entscheide mich für den Doppelkampf. Und wir dürfen sogar einen Teamkampf machen, das heißt 2 gegen 2, dann wird das doch relativ einfach eigentlich. Da kann man sich doch mal freuen. Man kann Mario quasi die Drecksarbeit überlassen. Und selbst wenn Wario dann sterben sollte, haben die zumindest ein bisschen Prozente. Dann hat man zwar 1 gegen 2, aber wenn die schon vernünftig Prozent hatten und noch 2 leben, dann ist das gut. Man sollte nur verhindern, dass der eigene Teamkamerad früh stirbt. Also man sollte die Gegner so ein bisschen schon in ihrem freien Moveset unterbrechen. Also schon mal so reingehen, den ein oder anderen Damage verteilen, aber ansonsten sich ein bisschen defensiver verhalten. Das habe ich jetzt mit der Zeit festgestellt, dann funktioniert das alles auch schon besser. So, das Schlimmste ist nämlich, was passieren kann in so einem Teamkampf, dass dein Teamkamerad oder deine Teamkameradin, es kann ja auch ruhig mal ein 3 gegen 3 sein, dass die gleich am Anfang sterben. Weil, wie gesagt, wenn die Gegner noch fast keine Prozente haben und dann hast du ein 2 gegen 2, der Schwierigkeitsgrad ist hier nun mal höher als in der 3DS-Variante, dann ist es doch, ja, sehr, sehr anstrengend. Und teilweise auch relativ unfair, wenn die Gegner dann zweit auf dich einprügeln. Dann kannst du einfach nicht jedem Angriff ausweichen. Also, große Hoffnung besteht darin, dass Wario hier ordentlich gleich mal einen raushaut. Dann stehen wir 2 gegen 1 und dann sind die Chancen sehr gut für uns. Oder wir hauen einfach mal den ersten raus. Das geht auch. Jetzt ist es 2 gegen 1 und wie gesagt, wir haben noch 2 Leben. Eigentlich sollte es hier keine großen Probleme geben. Auch wenn ich die Stage nicht mag. Also, was heißt, ich mag die nicht. Ich finde die jetzt an sich nicht schlecht. Mit dem Pilot Wing hier über Woohoo Island, aber teilweise halten sich die Charaktere nicht vernünftig an den Flugzeugen fest und fallen einfach durch die Kante durch und dann unten in Abgrund. Manchmal halten sie sich fest, wie Link jetzt gerade. Das macht die Stage so ein bisschen unberechenbar und deswegen für mich auch nicht ganz so geil im Gameplay. Und jetzt ist wieder mal ein großer Kampf angesagt. Diesmal ist es, glaube ich, ein 8-Player-Smash. Samus, Dr. Mario und Sonic. Wenn wir die jetzt alle aufsagen wollen, sind wir morgen noch dabei. Also 8-Player-Smash, die meisten Spieler, die nur in einem Kampf vorhanden sein können. Dann schauen wir mal, wie wir uns hier schlagen. Die Onet-Stage ist ja nicht gerade die größte. Ihr seid Mini dabei, alle Leute mögen die irgendwie, nur ich nicht. Ich mochte, das ist die einzige Stage mit der Ice-Climber-Stage zusammen, die ich im Mini nicht mochte. Und seitdem ist die trotzdem in jedem Kampf wieder dabei. Ich meine, die sieht nicht die schlechteste Stage, aber es ist, keine Ahnung, ich mag die einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ich mag sie einfach nicht. Ein inneres Gefühl, jedes Mal, wenn ich sie sehe, habe ich keinen Bock drauf. Und ich habe mir ein bisschen die Übersicht verloren, definitiv. Also, da sich Fox-Stimme ja auch ein bisschen ähnlich anhört wie die von Link, wenn sie beide schreien.
ist Fox eben draufgegangen und ich dachte erst, wir wären das, bis ich mich dann festgestellt habe, dass ich irgendwie meine Prozentzahl gekriegt habe. Ich habe gedacht, okay, noch keine 0%, noch zwei Leben, wir müssen noch irgendwo sein und dann habe ich mich auch wieder gefunden. Aber es ist halt teilweise doch sehr, sehr unübersichtlich für 8 Spieler. Und ich hätte auch ehrlich gesagt am Anfang, als sie das angekündigt haben mit den 8 Players Match, hätte ich nicht erwartet, dass das auch im Story-Modus, beziehungsweise im Classic-Modus, Story-Modus ist jetzt Schwachsinn, auch im Classic-Modus vorkommen kann. Weil das ist ja doch schon so ein sehr, sehr zufallsbedingtes Ding, ob man da jetzt viele Treffer bekommt oder nicht. Und wie gesagt, wenn man da unbedingt gewinnen muss wie im Classic-Modus, dann ist es doch irgendwie, dann ist der Reiz von dem ganzen Ding ein bisschen weg. Weil es halt immer so ein bisschen Just for Fun war. Also das ist der perfekte Just for Fun-Modus. Wenn man einfach mal total unübersichtliches Geklopper haben will, ohne irgendwelche taktischen Sachen und mit ganz vielen Items, die alle durcheinander fliegen und so weiter und so fort und einfach nur totales Glück haben möchte, wer am Endeffekt gewinnt, dann ist das doch durchaus praktisch. Aber für alle anderen Fälle fällt mir da nicht viel ein. Also wirklich so ein, ich sag mal, eine Aussage kann man dadurch nicht treffen, wer im Endeffekt gut ist, aber das kann man im 4-Spieler-Smash schon auch nicht machen. Also eine wirkliche Aussage wäre gut, es geht eigentlich nur mit mehreren Matches auf Omega-Stages mit verschiedenen Charakteren im 1 gegen 1. Dann kann man im Endeffekt irgendwann mal darauf schließen, wer der bessere Spieler ist. Bei vielen, vielen anderen Matches ist es dann doch eher glücksbasiert. Wer dann zum Beispiel den Last Hit macht oder so, oder wer halt schafft, sich ein bisschen weiter aus dem Kampf rauszuhalten, auf den sich die Leute dann nicht so stark konzentrieren, hat halt alles ein bisschen was mit Glück zu tun. Aber das war ja in Super Smash Bros. Eigentlich bei mehr als 2 Spielern schon immer so. Deswegen kann man das auch nicht als Vorwurf nehmen. Da hat man wieder die Schwäche von Lily Mac gesehen. Der braucht gar nicht weit von der Stage wegzufliegen. Und kommt dann schon wieder nicht zurück auf die Stage. Aber wie gesagt, wenn man vernünftig anstellt und eine Stage mit nur einer Ebene hat, also diese hier ist nicht unbedingt perfekt für ihn, dann ist er doch durchaus stark. Hier muss man sich einfach eine Ebene über ihm befinden und bis auf seine OB-Attacke kann er dir einfach fast keinen Damage machen und dich auch nicht wirklich weit wegschlagen. Und wenn er seine OB-Attacke versucht und nicht trifft, dann ist er dann auch ein leichtes Opfer, deswegen... Ja, ist er für solche Stages natürlich nicht geeignet. Die Omega-Stages in Modern One Online ist er aber nach wie vor, wie ich finde, ein bisschen overpowered. Auch wenn ihn so gut wie keiner nimmt, seit dem 3DS-Teil. Egal. Und es hat das Spiel hier ein 1 gegen 1 nochmal präsentiert gegen Ende auf einer fast Omega-Stage. Ich meine, ab und zu guckt da mal die Mutter im Hintergrund durch. So wie jetzt. Und es gibt halt noch 2 Ebenen, aber die sind auch eher so uninteressant. Man kämpft halt eh meistens unten, weil oben wird man halt eh meistens immer gesehen. Und hier unten kann man sich eigentlich immer verstecken. Egal, wo die Mutter auftaucht hinter diesen Säulen, kann man sich immer verstecken. Deswegen kämpfen halt auch in dieser Stage, kämpft man hauptsächlich unten. Die Idee ist nicht so schlecht, die Umsetzung ist eher so ein bisschen, naja. Aber wie gesagt, die beiden Ebenen da oben werden fast nicht genutzt, außer wenn wir sich mal ein Item holen, was da oben rumliegt. Und an sich ist es dann doch ein bisschen irritierend, wo man dann hin sollte. So. Egal, wir kämpfen gegen Pummelow, wir sehen gut aus. Wir haben fast die Hälfte, fast nur die Hälfte von den Prozentzahlen, die das Pummelow hat und haben noch 2 Leben. Also eigentlich sollte der Kampf an uns gehen. Natürlich darf man jetzt nicht zu leichtsinnig sein. So ein Pummelow kann dann auch relativ früh mal schnell rauskloppen. Also erstmal versuchen, schön viel Damage zu machen. Selbst wenn man dann Leben verlieren sollte, dann hat man noch ein komplettes Leben Zeit, um den letzten Hit zu setzen. Und... Ja, schade, wenn ich das geschnappt hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch gut gelaufen. Jetzt verlieren wir mal wieder nach wie vor alles. Ich weiß immer noch nicht genau, wann man jetzt diese Dragoon und... Ich weiß gar nicht, wie die anderen Dinger heißen. Wann man diese Teile verliert. Weil wenn ich gegen die Computergegner kämpfe, dann ist es meistens so, ich kann 85 Schläge auf den Computer draufsetzen. Und der kriegt keinen Schaden. Und dann macht er einen einzigen Schlag auf mich und ich verliere sofort mein verkacktes Dragoon-Teil, wie man eben wieder gesehen hat. So ist es auch meistens bei der Superattacke. Weißt du, du kannst da 18 Mal draufschlagen, das Ding geht nicht kaputt, dann kommt der Computer und wirft irgendein Item von der Distanz und dann schlägt er einmal drauf. Und hier, er hat eins einmal geschlagen, ich habe sofort verloren. Und ja, irgendwie ist das alles noch ein bisschen sehr unberechenbar. Ich habe ja noch keine Methode rausgefunden, wie man einem Gegner jetzt schnell Dragoon-Teile entziehen kann. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat sie dieses blöde Kackteil auch noch vollständig. Zum Glück konnten wir da ausweichen. Ah, schade. Ich dachte, da könnten wir sie jetzt weghauen, aber leider hat man da keinen langen Cooldown nach der Attacke. Ich dachte, sie bleibt dann noch einen Moment lang schutzlos stehen. Und ich wollte auch während der Attacke nicht draufschlagen, nicht, dass wir uns automatisch noch irgendwie so in die Attacke rein transportieren nach vorne. Ja. Jetzt müssen wir sie doch irgendwann mal raushauen. 140%.
Aber irgendwie will es nicht. Oh, na super. Dann hat uns die Mutter gekillt. Toll. Egal, wir haben immer noch 0% und noch ein ganzes Leben bis jetzt. Die guten 151% jetzt, aber wir kriegen das scheiß Pummeluff einfach nicht aus dem scheiß Ring. Aber jetzt hat die Mutter auch sie gekillt. Das ist übrigens das erste Mal, dass mir passiert ist, dass die Mutter sich frei durch den Raum bewegt hat. Je länger die Stage dauert, umso öfter taucht die auch auf. Und da gab es jetzt wirklich fast keine Schutzzonen. Nur diese ganz kleinen Schattenzonen da unten von den Säulen. Und wie gesagt, wenn man nicht damit rechnet, dass die sich bewegt, dann wird man damit eigentlich instant getroffen. Und das war sowohl bei uns als auch Pummeluff der Fall. Zum Glück hatten wir nicht zu viele Prozente. Team Yi. Ein Kampf, der durchaus, ja, schwieriger geworden ist seit dem 3DS-Teil. Wie gesagt, in früheren Teilen waren die, Mehrspielerkämpfe, also da, wo die ganzen vielen Gegner auftauchten. Das waren ja, glaube ich, hießen die in Brawl Time, waren das Gyroiden? Ne, Gyroiden sind aus Animal Crossing. Egal, ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Die aus Brawl auf jeden Fall. Davor waren es irgendwelche komischen Silhouetten in Melee und davor waren es irgendwelche komischen Kristallviecher im Nintendo 64-Teil. Auf jeden Fall waren die Kämpfe nie schwer. Auch im 3DS, wo man gegen die Wii gekämpft hat, die flogen schneller raus und waren nur die Hälfte von denen, die jetzt hier sind. Hier ist es tatsächlich teilweise echt eine Herausforderung. Also mit vielen Charakteren kriege ich das gar nicht hin. Yoshi ist echt der einzige Charakter, mit dem ich so einen Move raus habe. Boah, das war selbst gekillt. Aber wir haben schon, ja, 3/4 der Gegner besiegt. Das sollte jetzt möglich sein. Yoshi ist der einzige Charakter, mit dem ich bislang einen Move rausgefunden habe, den ich halt spammen kann, die unten die Attacke. Womit die Gegner halt wirklich instant immer rausfliegen. Mit allen anderen Charakteren habe ich Probleme. Und jetzt muss ich aufpassen. Bei zwei von diesen Explosionskisten könnte uns auch bei 60% rausbefördern. Also am besten erstmal ein bisschen Abstand halten. Und die Gegner aus der Distanz wegkloppen. So, funktioniert. Wir sind also auch im First Try mit Link wieder bis zur Master Fortress gekommen. Und wie gesagt, auf dem 3DS-Teil hatte ich da im First Try auf 9.0. Ich hatte ja vorher schon mal auf den niedrigeren Schwierigkeitsgrad irgendwie auf 5 oder so gemacht. Und dann habe ich aber einmal auf 9.0 probiert. Und da war das der Endboss-Fight gegen Master Fortress eigentlich kein Problem. Das heißt, ich sollte ja eigentlich zumindest bis zur Fortress kommen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich mit dem, ja, etwas unbeweglicheren Link durch das Fortress hindurchkomme. Aber er hat auch viele Fernkampf-Moves, damit kann man die Gegner halt auch schon aus der Distanz ein bisschen behindern und vielleicht sogar vernichten. Was Sven jetzt auf jeden Fall feststellt, ist, dass der Anfang nicht perfekt war. Ja. Und super, dann noch da auch noch rein. Ist echt ein perfekter Anfang. Wir haben das Vieh, glaube ich, einmal getroffen und schon fast 50%. Und es wird auch nicht besser, wir treffen es einfach nicht. Hey, wir haben 1% Schaden gemacht, super. Wir kriegen einfach keinen Damage drauf auf die Gegner. Das kann nicht wahr sein. 116%. Ich hatte damit, wie gehört, auf dem 3DS keine Probleme. Das heißt, damit ist ein ganz klares Zeichen, dass es mir mit Yoshi nicht nur Einbildung war, weil Yoshi und ich sind die einzigen, mit denen ich es in 9.0 wirklich probiert habe. Nachdem ich es mal geschafft hatte. Also vorher haben wir es natürlich mit neuen Charakteren wie Baby Bowser und Co. geschafft. Oder probiert. Nicht geschafft, aber probiert. Aber nachdem ich es mit Link mit 9.0 geschafft hatte, habe ich es dann nur ein paar Mal mit Yoshi probiert, was auch immer geschafft. Das war halt nicht nur eine Einbildung mit Yoshi dann, wie ich jetzt feststelle. Dass der Kampf auch vor der Fortress, also bevor die Fortress überhaupt erscheint, schon schwieriger geworden ist. Die Moves von dem Viech kommen ein bisschen schneller als vorher. Ja. Na super. Können wir uns noch retten? Ja, sieht so aus. Ja, schön, die Phase jetzt noch schaffen. Dann sollten wir zumindest bis zur Fortress kommen, aber wir haben die Phase nicht geschafft. So eine Scheiße, okay. Jetzt aber schnell vernichten, bevor wir wieder Prozente kriegen können. Oh Gott, 75%. Wir sind noch bei der ersten Master Fortress Phase. Der ersten Master Core Phase, so. Alles klar, das war wohl ein ganz großer Fail. Also, der Kampf wurde schwieriger. Mit Link haben wir hier keine Chance. Ich sag einfach mal, nächster Versuch. Vielleicht richtet der's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.